Hier sind wir. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande. Man erstickt hier drin. Und was ist das? Madame von Kalm. Ist die nicht verheiratet? Täusche ich mich? Ja, also nein, du täuschst dich nicht. Sie ist verheiratet. Mit Herrn von Kalm. Lollo, siehst du den? Verehrter junger Meister. Was sagt uns das? Ein braves Weib wollten sie haben. Und weiter, dass bei einer ewigen Verbindung die Leidenschaft nicht dabei sein darf? Was soll denn mein und ich schon so geschafft über das Thema der Herrin können? Welcher Gestalt ist das Verhältnis zwischen Ihnen und der Frau von Kalb? Angeklettert, schnell, schnell, schnell! Ihr Mann schätzt mich. Das stimmt. Das macht die ganze Delikatesse aber nicht besser, dass sie bei Hofstillschweigen sanktioniert ist. Nein, ich will auch keinen Freispruch. Und der Weimarer Hof ist mir egal. Diese Welt ist nicht die meine. Ironie, Koketterie, dafür bin ich viel zu schlicht gemacht. Nicht schlicht. Ihr seid aufrecht, das ist etwas anderes. Dadurch kann mir auch von Ihnen nicht vorstellen, dass Sie sich in der dünnen Hofluft in Weimar gefallen. Selbst wenn wir beide uns dort kennengelernt haben, ist es nicht die pure materielle Not, die uns in die Welt der falschen Töne zwingt. Der Lüge, der ganzen widernatürlichen Schauspielerei am Hof. In dieser Gesellschaft ersticken wir doch. Wir wissen dort doch im Handumdrehen nicht mehr, was wir fühlen. Was wir wollen. Er zeigt Reue. Am Ende erfährt so ein Kerl wie ich vom Leben immer das, was er am wenigsten erwartet hat. Ich liebe sie beide. Caroline. Charlotte. Ich kann mich nicht mehr von ihrer Seite fortdenken. Verzeihung. Bedingungslose Liebe am Anfang und eine wahnsinnige Abhängigkeit auch. Der Vater ist ja früh verstorben und die zwei Schwestern haben sich einfach wahnsinnig gebraucht und waren auch immer füreinander da und haben alles, ich glaube wirklich alles zusammen gemacht. Die haben sich die Kleider geteilt, aber die haben wirklich alles, sie haben sich sogar einen Mann geteilt dann letztendlich. Und die Beziehung geht auch nie kaputt, das glaube ich nicht. Obwohl es irgendwann einen Bruch zwischen uns gibt, weil dieses, was wir uns als Schwestern geschworen haben, dass wir alles miteinander teilen und dass wir alles, uns alles immer sagen, das funktioniert leider dann an einem bestimmten Punkt nicht. Und da gibt es eine Nichtkommunikation und einen Fehler, der aus Liebe gemacht wird, der dann aber dazu führt, dass diese Beziehung erstmal kaputt geht und auseinandergeht. Und da teilen sich unsere Wege und irgendwann kommen sie aber mit einem gewaltigen Krach wieder zusammen. Und dann am Ende merkt man, dass sich an der Beziehung eigentlich nichts geändert hat. Hier! Ah. Liebste, sehnlich vermisste Caroline. Du fehlst mir unendlich, Liebste. Du fehlst mir jeden einzelnen Tag. Ist da jemand, der sich hier auskennt? Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Herr Schiller. Oui, on est fait, mais bien sympathique. Et apparemment, pas le moindre sous. C'est un grand poète. Sagen Sie, Schiller, wann bekommen wir denn eine Aufklärung darüber, was zwei Schrägstriche, was ein Dreieck bedeuten? Ich glaube, dass wir beide, Charlotte, Sie und ich, noch zu Lebzeiten eine andere Welt erleben werden. Ich liebe Sie beide. Caroline. Charlotte. Oh mein Gott, hier drin! Mais tu ne dois pas mettre ton mariage en danger, sinon... Halt dir den Schwimm! Nein! Was ist meine Frau? Ihre Frau schläft. So glücklich, das Paar wie Sie beide, das sieht man selten.